Herzlich willkommen beim nettesten Morgensblogger der Welt. Heute geht es um Younis Amiri, einen YouTuber, der über 300.000 Abonnenten hat und in der Vergangenheit schon mit negativem Content, der absoluter Müll ist, aufgefallen ist und sich auch über ABKs toten Vater lustig gemacht hat, was absolut daneben ist. Und dieser Junge hat jetzt eine Massenpanik in Dortmund ausgelöst, in einem Einkaufszentrum am 15. Dezember und dort ein Prank inszenieren wollen. Und dort hat er mit anderen Jugendlichen einen Böller gezündet und das Ganze ist dann zu einer Massenpanik ausgeufert. Und das ist natürlich absolut daneben, gerade in Zeiten des Terrors, aber auch zur Weihnachtszeit gehört sich sowas nun absolut nicht. Und gerade halt auch zur Weihnachtszeit muss man halt auch extrem aufpassen, weil in vielen anderen Ländern auch zurzeit viel passiert ist und auch in Deutschland immer wieder Schreckensmeldungen immer wieder kursieren und dann sollte man sowas absolut vermeiden. YouTuber wie Apple Red sind vor 2 Jahren ja auch schon mal auf die Fresse gefallen, weil sie einen Bombenprank inszeniert haben. Das wird jetzt allerdings von Younis Amiri nochmal getoppt im negativen Sinne. Das ist absolut ekelhaft, dass solche Leute auch noch so große Reichweiten haben. Ich rufe wirklich die Abonnenten auch nochmal zur Vernunft auf von ihm, ihn zu deabonnieren, weil das absolut ekelhaft ist, was er an Content bringt, aber was er auch charakterlich für Züge zum Vorschein immer wieder bringt. Mit solchen Aktionen, aber auch mit ABKs Vater damals, das war absolut daneben und sowas muss absolut auch mal bestraft werden. Eine Massenpanik sollte man auf jeden Fall nicht unterschätzen. Leute können sich ernsthaft verletzen oder sogar dabei umkommen. Vielleicht sogar ein Herzinfarkt bei älteren Damen oder Herren, die vielleicht herzkrank sind und sich so erschrecken aufgrund des lauten Knalls, die einfach nur ihre Geschenke in dieser Shopping Mall kaufen wollten. Das kann alles passieren aufgrund so einer Massenpanik und das darf man nicht unterschätzen und sowas muss auch bestraft werden. Was ich auch sehr schlimm finde, ist, dass friedlichen Muslimen, die hier leben, einfach auch geschadet wird aufgrund solcher Taten und solcher dämlichen Pranks wie von ihm hier, denn die haben darunter zu leiden, dass sowas einfach gang und gäbe geworden ist heutzutage und immer wieder passiert und in den Schlagzeilen ist. Das wirft kein gutes Licht auf die Muslime, die hier friedlich leben auch. Das ist absolut bitter und sollte auf jeden Fall auch mal benannt werden. Was ist eure Meinung zu dem ganzen Thema? Bleibt bitte sachlich dabei, lasst gerne ein Like und Abo da. Wir sehen uns bald wieder. Bis bald und ciao, ciao.